Sind das alle drei Nudeln? Ja. Aber du weißt, wir wissen nicht welche. Doch, ich weiß. Ich weiß welche Reihenfolge, aber ihr nicht. Nein, ich sag's euch gleich. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind heute zu dritt. Nicht nur Nils ist am Start, sondern auch unser Freund Harris. Da. Wie lange kennt ihr euch? Ich kenne dich so. 11 Jahre. Ich kenne dich so 6 Jahre oder so? 2008, 12 Jahre. Ich weiß das noch. Ich weiß sogar noch den ersten Moment. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, wir haben heute ganz scharfe Nudeln und ich bin eigentlich gar nicht bereit dafür, weil ich eigentlich schon weiß, dass ich verkacken werde. Aber ich habe hier zwei Leute, die Schärfe lieben. Mhm. Was glaubt ihr, wer kennt von euch beiden am meisten Schärfe ab? Ich nehme mich schon mal direkt raus, weil ich bin es eh nicht. Eher so. Du, ne? Ja, ich glaube nicht. Du glaubst, das wird jetzt so alles voll so. Ja, ich mag das halt. Ne? Aber hast du die schon mal gegessen? Willst du noch mal die? Nee, ich kenne die nicht. Die so kennst du nicht? Mhm. Also, wir haben hier so... Angeblich sollen das die schärfsten Nudeln sein. So. Mhm. Das ist 2 times spicy. Die schärfsten. Das hier sind so mittelscharf. Und das ist von der Marke Samyang. Genau. Aus Korea. Das ist irgendwie so, ich glaube, wir halten es falsch rum. Also ihr müsst tauschen, dann wäre es in der richtigen Reihenfolge sicher auch. Also es ist jetzt egal. Aber aha. Ich wollte es euch nur schon mal sagen. Okay. Also das ist das wenigst scharfe. Das hier ist mittelscharf und das ist ganz scharf. Okay. Und ich habe auch hier so kleine Schalen, also jeder kann so sein eigenes kleines Schälchen haben. Also ich weiß halt immer nur so, dass koreanische Nudeln immer generell so als diese scharfen. Willst du Stäbchen oder Gabel? Kannst du mir Stäbchen geben? Okay, dann nehmen wir Gabel. Hast du keine Stäbchen mehr? Nee. Ach, okay. Wir haben auch extra Schalen. Ja, so dann kannst du dir so ein bisschen was rüberholen und das dann hier rum. Okay. Weißt du? Okay, wollen wir mit, dem hier anfangen? Ja, go. Ich soll anfangen. Go for it, yes. Ja, ich hol mir. So, erstmal alle. Geil, das ist so ein Haufen. Eigentlich ist das gleich wahrscheinlich schon zu viel. Ich habe hier so alles, was ihr so brauchen könntet. Was wahrscheinlich ich am meisten brauche. Ich habe auch gehört, Wassereis soll gut sein gegen Schärfe. Ja, cheers, ne? Cheers, ne? Cheers. Da kommt was. Es wird immer schärfer. Ich merke es jetzt schon richtig doll. Spürst du überhaupt Schärfe? Also, ja, klar, merke ich das. Aber ja, schon ein bisschen. Aber also, es ist ein gutes Spiciness. Ich kann es gerade noch so essen. Oh ja, jetzt kommt es immer aber es kommt ein bisschen so, spicy, ja. Es wird schlimmer so mit der Zeit, finde ich. Gleich alle so mega die Schweiß aus. Oh mein Gott, ich habe mir zu viel schon genommen. Ein bisschen nice, ey. Aber es ist schon bei mir so an der Grenze zu... Ja? Zum, also es ist mir schon ein bisschen zu... Also zum Genießen, das ist ein bisschen too much. Kaum runterschlucken, kaum runterschlucken. Wenn das so in den Rachen rutscht, dann tut es richtig geil. Weh. Aber nice. Lecker. Aber lecker sind sie. Ja, auf jeden, ey. Ich kann nicht. Wie habt ihr das denn jetzt? Habt ihr schon nachgenommen? Ja. In meinem Mund läuft schon das Wasser zusammen, ey. Hast du so Bock drauf? Ja. Oder weil... Oh mein Gott. Wir sind übrigens zu dritt, weil er gesagt hat, er will unbedingt die Nudeln probieren. Ja, genau. Und ich habe gesagt, ja, dann. Scharfe Nudeln, ey. Mach's doch gleich einfach mit uns zusammen. Dann haben wir richtig so die Levels auf Schärfe, dachte ich so. So, ich werde komplett verkacken. Nils wird vielleicht so mittelmäßig drauf sein und du bist so. Ja. Boah, geil! Ja. Komm, hau rein. Nee, mach mal zuerst. Okay. Mach mal zuerst. Okay. Okay, ich muss weniger nehmen, es ist zu viel auf meiner Gabel. Let's try, Alter. Was? Was du so riesen bist? Auf jeden, Alter. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ja, Mann, ich will es nicht machen. Ja, Mann. Nice. Wow. Mm. Wow. Also es, ich merke keinen großen Unterschied. Doch nicht. Doch nicht. Es ist in meinen Nacken gerutscht. Und dann habe ich es auf einmal gemerkt. Oh mein Gott. Ja, verdammt. Also die schmecken halt unglaublich lecker, finde ich. Ja, die sind voll lecker, aber voll scharf halt auch. Nice. Ich komme so nicht klar auf dich gerade. Ich finde es so schlimm und isst so übelst viel davon. Schon ganz geil eigentlich. Also, der Geschmack ist halt mega lecker, aber es ist halt viel zu scharf für mich. Also im ersten Essen sind die irgendwie gleich, ne? Aber der Nachgeschmack, dieses Nachbrennen, ja, es kommt gerade viel krasser irgendwie noch. Das Nachbrennen ist echt krass. Ja. Oh mein Gott, ich hätte nicht noch ein bisschen nehmen sollen gerade. Wir haben noch übelst viel übrig. Aber geil, Mann. Aber geschmacklich sind die ziemlich geil. Ja, also von mir aus, wenn wir mal 3 starten. Ich brauche noch eine Minute. Okay. Ich werde den schon mal nehmen, also. Final Stage. Mir haben so viele Leute geschrieben, als ich das auf Instagram gepostet habe. Ja. So, ich esse richtig gerne scharf, aber danach habe ich den ganzen Tag lang, bin ich nicht mehr klarkommen. Ich war so. Okay. Nach einem Bissen oder was? Oder? Ich weiß nicht, ob sie die ganze Packung gegessen haben. Ganze Packung, ey, boah. Oh mein Gott, meine Zunge wird immer schlimmer gerade. Weißt du, meine Zunge und meine Lippen brennen am meisten. Mhm. Das ist wie, als wenn sie sich da so absetzen gerade. Echt, bei meinen Lippen geht's gar nicht. Bei mir ist das so gleichmäßig überall. Ja, so beim Atmen. Ja,
brennt. Aber es ist geil irgendwie. Bei mir ist es irgendwie so im oberen... Habt ihr euch beide schon genommen? Ja. Nee, das ist two times spicy. Two times, double spicy. Double spice, ey, Junge. Guck dir mal den Vogel da drauf an. Es ist so voll die Evolution. Er geht so von, er liebt so Käse, zu so, er hat so eine Bombe in der Hand und speit irgendwie Feuer oder so, keine Ahnung. Hier ist er gar nicht drauf. Hier ist er hält ja nur so einen Daumen hin. So. Er ist einfach nur so, das ist nicht so schlimm. Das ist okay. Flavor Ramen. Und da ist er so, okay, da, er hat eine Bombe in der Hand einfach. Wie heißen die in den USA? Das beunruhigt mich. Nuclear Noodles. Ja, wollen wir mal sehen, wie nuklear die sind. Er ist so voll chillen, so, ja, ja, komm, probier mal. Nice. Alter. Holy. Hast du länger gewartet, dass du mehr Angst habe ich? Mm. Okay. Kleiner Tipp. Okay, da ist Leben drin. Nimm dir mal eine Nudel mal sagen. Und warte mal kurz 5 Sekunden. Und dann merkst du so, wie ich so... So. Ja. Boom. Schon ganz geil eigentlich. Oh mein Gott. Oh boy. Nice. Oh mein Gott, wenn meine Mutter das jetzt gerade machen will, ich glaube, ich müsste sie ins Krankenhaus fahren. Wirklich. Also... Ich habe nur wohin so einen Mini-Bissen gehabt. Oh mein Gott! Aber schmeckt echt lecker, muss ich sagen. Also ja, schmecken mega. Die ersten 5 Sekunden ist alles okay. Und dann wird es einfach immer schlimmer. So, einfach immer weiter. Also wer scharf essen kann, kann die, glaube ich, alle essen. Ja. Ja. Aber zum Genießen ist mir echt zu scharf. Hier, oh. Der Daumen von Maggie. Oh mein Gott, es fängt an zu, also es kribbelt so, mein Kopf kribbelt. Ich glaube, ich bleib lieber bei den ersten. Meine Zunge tut richtig doll weh gerade, es wird immer schlimmer. Oh, so geil, ne? Oh mein Gott, meine Zunge tut so weh. Oh mein Gott, es tut so weh. Lass mal die Schüsseln tauschen. Oh mein Gott. Dann isst die okay. Weiter, ne? Ja, okay. Gerne. Du kannst alle aufessen. Ich hol mir Wasser ein. Boah, nicht essen. Ach, scheiß drauf, ey. Alter. Ist sogar nicht, hast du die erste Schale genommen? Was war mir zu blöd? Ein Eis! Du machst jetzt ein Eis am Platz. Weil meine Zunge so einfach. Ah, geil, ey. Geile Lösung auf jeden Fall. Meine Nase dreht so übelst wie Scheiß drauf. Ja, meine Nase läuft gerade ein bisschen, glaube ich. Guck mal seine Nase an. Ja, Mann, ey. Ja, das fühlt sich auch schon heiß an, so, ne? Okay, ich geb zu, das ist mir zu scharf, Alter. Boah! Guck mal, ich hoffe, Gabi, du kannst jetzt nicht weiter essen. Ich will sehen, wie du alle aufisst. Ja, er ist schon alle aufgegessen. Ja, hier sind ja noch ein paar. Dein ganzes Gesicht. Hier war eine riesige Schweißperle an der Seite lang. Siehst du die? Vielleicht nehme ich meine Cap ab und so ein Wasserschweiß. Es ist so ein Wasserabdruck auf deiner Cap, ja. So die eine. Ohne Scheiß, ey, du musst gerade richtig Sport, ey. Alter, das macht mir aber echt ein bisschen. Fühlt sich auch ein bisschen wie Sport an. Dann nimmst du erstmal die mittleren. Ja. Also jedes Mal, wenn ich so 5 Sekunden meinen Mund schließe. Also ich esse die jetzt auch, stampf ne? Ich so die Hitze. Ja, ja, mach mal ruhig. Okay. Ich mix jetzt die 3, die ich hier hatte, zusammen und ich esse es jetzt auch auf, weil irgendwo muss es ja eine Challenge sein. Leute, du hast mich motiviert mit deinem Durchziehen hier. Ich esse jetzt auch durch. Ich warte mal kurz ab. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Ich mach's einfach ganz schnell, dann merke ich's nicht. Ich esse einfach ganz schnell. Ich habe sowas schon mal jemanden sagen hören, als er Alkohol getrunken hat. Das hat auch nicht funktioniert. Ich trinke einfach ganz schnell. Einfach ganz schnell. Dann merke ich's nicht. Das ist cool. Ich mach einfach ganz schnell. Ich esse einfach ganz schnell. Harris, lässt mich hier aussehen. Das ist doch die übelste Lusche. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das geht nicht. Der will doch mal schneller. Guck mal, jetzt richtig ein erstes Level, Junge. Das bin ich gar nicht mal wollt, ne? Ach, nee, also. Ist das mal auf? Nee, ich kann doch nicht, ey, wirklich. Du musst es machen. Also, guck mal mich an. Ich hab's auch gemacht. Okay, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird so viel schlimmer. Sophie, ich habe gerade so einen großen Bissen genommen. Das ist mein letzter Bissen. Ich hab's geschafft. Oh. Okay. Bin ich. Danke für das gute Essen. Nice. Geil. Du hast nicht mal dein Getränk getrunken. Oh.
Alles cool, alles cool. Du bist in einer sicheren Umgebung. Meine Zunge tut so doll weh gerade. Oh, ich muss gerade mal abschwerden. Abschwerden. Ich muss weiter das Wasser alles essen. Oh. Ich glaube, dich triffst am härtesten. Nee, echt? Geil. Gib mir mal die rote Packung nochmal. Hier, willst du mal. Grimmiges Chilis sind da drauf. Mit bösem Gesichtsausdruck. Ja. Ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich nicht viel davon gegessen und ich habe auch wirklich doll Schmerzen, aber ich habe es mir wirklich auch ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich meine, ich habe auch Schmerzen und ich werde vermutlich auch ein bisschen Sodbrennen haben hier nach, aber... Ja, dieses Afterburnen, das ist gute Nudeln fürs erste diese Date. Diese Waffe, die sie hält, oder? Also ich meine, ja. Sie sieht schon so aus. Guck mal, ihr Kopf brennt auch. Mhm. Trinkst du Milch? Ja, kennst du das nicht? Ist es so schlimm? Kommst du klar? Ja, ich komm klar, aber... Also bei mir geht das jetzt schon langsam echt vorbei, ne? Also, man ist schon wieder unten. So. Ohne Scheiß? Von diesem Hot-Feeling so. Sobald ich aufhöre, dem Wasser esse, zu Dingen, fängt meine Zunge wieder so an zu brennen. Echt? Mhm. Einmal, als wir in Amerika gelebt haben und da noch nicht so lange waren, hat meine Mutter so, sie dachte, sie hat so Mini-Paprikas gekauft, so zum Snacken. Ja. Das waren so Chilischoten. Und sie hat uns die so gegeben. Wir haben alle so... Snack-Paprika. Wollten gerade so reinbeißen. Manche von uns hatten reingebissen und auf einmal ruft irgendwer so Stopp! Weil wir alle keine Schärfe abkönnen. Keiner von uns hatte je wirklich irgendwas Scharfes gegessen. Warte, ich muss kurz. Meine Zunge brennt so doll. Und dann, halt, stopp! Haben wir alle so, das gerade so im Mund gehabt und dann so alle so wieder rausgenommen. Und dann haben meine Lippen so ein paar Stunden lang gebrannt. Man kann Chilis auch so essen, ja? Also vor allem auch getrocknete so. Getrocknete? Meine Mutter brät die manchmal und dann kann man die so snacken. So, ne? Wow. Sind das auch diese kleinen? Die macht sie eigentlich im Essen so, raspelt man so rein. Ja, genau solche. Ja, die würzen wir mal zum Kochen. Die snack ich so weg. Echt? Du bist sie jetzt aber nicht so. Boah, iss mal eine bitte. Nein. Nein, das nicht. Jetzt? Klar. Seriously? Ist das dein Ernst? Nein, der macht das, oh mein Gott. Klar. Machst du es? Ohne Scheiß? Wenn er davon anderthalb in ein Essen macht, ist es mir zu scharf, dass ich essen kann. In das ganze Essen, in so eine ganze Kein Soße. Problem. Kannst du auch so essen. Jetzt musst du auch. No way. Niemals, ey. Ja komm, alles klar, ey. Weißt du wie? Solche Augen. Guck mal. Das geht nicht. Doch, hä? Hast du gesehen? Ja klar, aber nein. Ja, aber nein. Warum nicht? Aber nein, nee. Das geht nicht. Also war das nicht geplant? Ja, Mann. Willst du noch eine? Nee, nee. Okay. Ich meine so... Leute, mein Wasser ist leer und jetzt fängt alles wieder ans Brennen. Alter, es brennt so doll. Ja, hat Spaß gemacht, also. Ja. War cool, oder? War mega geil. Sollen wir mal High-Fiven darauf? High-Fiven? High-Fiven. Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Okay, danke, dass Alright. ihr hier wart und das mit mir durchgestanden habt, auch wenn ihr anscheinend nicht so gelitten habt wie ich. Ja, Harris hat aber lecker geschmeckt. Okay. Jedenfalls. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Schaut auch gerne bei Harris bei Instagram vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao, ciao!